Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Delegierte der Landeswahlversammlung. Mein Name ist Pierre Jung, ich bin 39 Jahre alt, Sprecher des Kreisverbands Hamm und Gründungsmitglied des LFA 6 Bauen, Wohnen und Verkehr. Eintritt habe ich mich kontinuierlich für eine kritische Betrachtung des Islams und seiner Auswirkungen auf unsere Gesellschaft eingesetzt und dies auch in unsere Programmatik eingebracht. Dies habe ich stets differenziert auf Grundlage der Quellen des Islams getan, dessen Wertevorstellungen im Gegensatz zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Diese Herangehensweise hat auch Eingang in unser Grundsatzprogramm auf Bundesebene gefunden. Anfang 2015 habe ich den Vollverschleierungsverbotsantrag und 2016 mehrere Wahlprogrammanträge zu dieser Thematik verfasst, wovon auf den Parteitagen alle mit sehr großer Mehrheit angenommen wurden. Mittlerweile halte ich viele Vorträge über den Islam in sehr vielen verschiedenen KVs in ganz NRW und werde auch weiterhin in Niedersachsen oder Hessen angefragt. Wir bestehen auf unsere säkularen christlichen Werte, die unsere Sicherheit gewährleisten. Wenn diese Sicherheit gefährdet wird, insbesondere durch den zunehmenden Einfluss islamischer Wertevorstellungen, sind diesen Vorhaben jetzt und heute deutliche Schranken zu setzen. Und dies, meine lieben Parteifreunde, ist weder eine Einschränkung der Religionsfreiheit noch eine Ablehnung von Menschen aus einem anderen Kulturkreis. Sondern dies ist lediglich die Forderung der Einschränkung dieses mittelalterlichen Islams, ideologisch und politisch, damit dieser Islam keinen Einfluss auf unsere Kultur und unser Leben gewinnt und damit der Fortbestand der Gesellschaft in unserer gewohnten Form nicht gefährdet wird. Die Vergesellschaftung islamischer Werte hat durch die Masseneinwanderung aus islamisch geprägten Ländern enorm an Fahrt aufgenommen. Mittlerweile ist es schon so weit, dass wir unsere Töchter im Schwimmbad Klebetattoos auf den Arm packen sollen, um sie vor Übergriffen zu schützen. Zeitgleich kommt auf allen Kanälen eine verharmlosende Gewöhnung an den Anblick von Burkinis. Im deutschen Zivilrecht werden Scheidungen und Kinderehen nach Scharia-Recht anerkannt und nachvollzogen. In Asylheimen werden Nicht-Muslime zum Einhalten des Ramadans gezwungen und vieles mehr. Das muss aufhören in diesem Land und zwar sofort. Die Integrationsprobleme von Millionen Einwanderern aus islamischen Ländern, die bereits in Deutschland sind, werden in Zukunft ein ständig präsentes Thema sein und bleiben. Die Politiker der Konsensparteien kennen den Islam nur rudimentär und lassen sich täuschen. Mit mir aber ist das nicht zu machen, da ich Rückgrat besitze, mich mit der Materie auskenne und unser Programm dort eine klare Sprache spricht. Wir müssen im Landtag damit rechnen, dass sich im Plenum und in den Ausschüssen alle gegen die AfD stellen werden. Das wird besonders im Integrationsausschuss gelten. Doch Gegenwind bedeutet bei mir nicht, dass ich einknicke, sondern Gegenwind gibt mir Auftrieb. Mir ist die Verteidigung unserer Freiheit eine absolute Herzensangelegenheit und ich sehe es als Notwehr an, denn die jetzt eingeschlagene Politik verspielt die Zukunft unserer Kinder. Nicht die Einwanderung und Asylbewerber haben ihre Ansprüche zu stellen, sondern wir reglementieren bitte schön immer noch diese Ansprüche. Wir wollen unsere Gesellschaft so bewahren, wie sie ist und nicht zugunsten von islamischen Forderungen durch falsch verstandene Toleranz transformieren lassen. Und hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen versichern, dass ich mein Wissen in den Dienst der ganzen Fraktion stellen werde, um zu unterstützen, wo immer offene oder unterschwellige islamische Einflüsse erkennbar werden. Der Innenminister und der ihm unterstellte Verfassungsschutzpräsident sowie die komplette SPD und seine Anhängselparteien in NRW negieren, dass der IS und die sogenannten extremistischen Salafisten etwas mit dem Islam zu tun haben. Sie selbst haben nicht die geringsten Kenntnisse über den Kerninhalt des Islams und siedeln die Problematik im Bereich der Pädagogik an. Und das trotz der Entwicklung im NRW der letzten Jahre. Dann kann es nicht wirklich überraschen, dass wir im bevölkerungsreichsten Bundesland ein Paradies für Salafisten haben und deren Anhängerschaft vor unserer Haustür explosionsartig ansteigt. Denn ein Problem muss ja erst einmal erkannt werden, damit es erfolgreich gelöst werden kann. Klare Kante anstatt Schulpädagogik, wie ein Ralf Jäger als Pädagoge da irgendwie werkelt, im Umgang mit Islamisten. Wer nicht bereit ist, die Werte der Aufklärung anzunehmen, den lehnen wir ab, denn er lehnt uns ab.
Wir möchten unseren säkularen Staat in der ersten, ich möchte unseren säkularen Staat in der ersten Reihe verteidigen. Und dies geht vor allem in den Ausschüssen, wo unsere Freiheit bekämpft und unsere Unterwerfung akzeptiert wird. Lassen Sie uns in NRW mit der bürgerfeindlichen Politik aufräumen, die Probleme klar benennen und die richtigen Forderungen stellen und durchsetzen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie mir, Ihr Vertrauen auszusprechen. Ich finde es super, dass wir, glaube ich, inzwischen eine ganz gute Programmatik haben, wo wir den Islam mal etwas mehr ernst nehmen, als das bisher üblich ist. Das heißt, es ist gut, wir wissen, wogegen wir sind. Wir liegen am Herzen, ab wo sind wir für etwas? Hier 30 Sekunden habe ich. Also sprich, ab wo nehmen wir Leute mit und wollt ihr auf unserer Seite haben? Sie haben 30 zum Beispiel, wie sieht der integrierte Muslim aus, wie sagen wir, der darf bei uns Mitglied werden, der soll mitarbeiten, mit uns gemeinsam gegen einen politischen und radikalen Islam? Sehr gute Frage. Also ich habe einen Muslim vor ungefähr 2 Wochen aufgenommen bei uns im KV Hamm, da ich das bearbeite, die Mitgliederaufnahme. Und zwar sieht das folgendermaßen aus: Er muss unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung akzeptieren, unsere säkularen Strukturen und muss den Leuten eingestehen, unsere Werte zu vertreten und darf nicht diesen expansiven Trieb haben, der im Islam verankert ist, seine Wertevorstellungen über unsere zu stellen und die einzufordern. Dass er praktisch sagt, ah, sie ist nicht islamisch gekleidet, das ist weniger wert oder das Essen ist unrein, er muss mit uns leben und uns akzeptieren. Wir machen hier die Regeln und wir wollen keine neuen Regeln. Ein Muslim, der hier leben will und akzeptiert wird, muss unsere Regeln klar beachten und die sind oft konträr zu den islamischen Werten und da ziehe ich die Grenze, weil da, wo wir zurückweichen müssen, verlassen wir unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung und da ist schon. Herr Jung, haben Sie 2012 in die Landesliste der Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen kandidiert? Das ist eine gute Frage, habe ich nicht getan, weil ich erst 3 Monate in der Partei war. Ich habe zwar einen Antrag gestellt und war direkt für den motorisierten Verkehr tätig und auch in einem Fachausschuss habe ich da Programme erarbeitet, die mittlerweile sogar bei uns in der Programmatik vorkommen. Und da ist mir den Traum nicht eingefallen, wenn ich 3 Monate neu in der Partei bin, irgendwo für einen Listenplatz zu kandidieren. Nee. Dann zu meiner Linken, bitteschön. Pierre Jung, mir geht es um die Frage nach dem Gottesbild im Islam und im Christentum. Die beiden großen Kirchen behaupten, dass Allah und der Gott der Christenheit identisch sind und darum ein Dialog mit beiden geführt werden müsse, zwischen Christentum und Islam und umgekehrt. Wie stehen Sie dazu? Ist für Sie Allah der gleiche Gott, verglichen mit dem Gott Abrahams, Isaak und Jakob, dem guten Gott der Bibel? Gut, das ist eine Frage, die sehr tief ins Detail geht und ich habe 60 Sekunden Zeit. Also, es ist nicht derselbe Anspruch. Der Islam fordert sich ein. Es sind alles 3 monotheistische Religionen, die abrahamische Wurzel haben. Allerdings zieht die sich im Islam komplett dick durch, als dicker Faden. Und im Christentum sind es einzelne Geschichten und die sind auch Barmherzigkeit, während der andere ein bisschen viel mehr mit Angst arbeitet. Von daher ist es für mich nicht das Gleiche. Es ist aber eine Sache, ob man das für seine moralische Erhabenheit tut, oder ob man jetzt rein leben möchte und das für seine eigene Disziplin braucht, oder ob man die Gesellschaft so transformieren möchte und alles einverlangt und damit die Freiheit komplett abschafft. Und im Islam ist es immer wieder diese Forderung, die dann komplett alles möchte, dass es nur gut ist, wenn es so läuft. Und ich sehe das unterschiedlich. Also die christlichen und jüdischen Werte sind andere als die islamischen. Das sieht man auch in den 57 Ländern. Der Herr mit dem roten Hemd, das ist die 4. Frage. Herr Jung, wie wollen Sie das schaffen, dass Sie so viele Muslime umstimmen? Vielleicht bei Vereinzelten schaffen Sie das, aber nicht bei so vielen. Also das ist für mich...
überhaupt nicht relevant, ob ich das jetzt schaffe, sondern wir bestehen auf unsere Werte und da, wo die bekämpft werden oder verdrängt werden, da gibt es klare Linien, meine Programmatik verstehe ich als Notwehr und baue Schutzmauern auf für unsere Werte, wo ich sehe, wo eine kleine Vergesellschaftlichung ankommt, weil es geht ja immer tröpfchenweise, man fordert ein, fordert ein, fordert ein und irgendwann wacht man auf und dann ist die Gesellschaft transformiert. Und da sehe ich meine Aufgabe, hier und da habe ich heute die Da haben wir dann die letzte, fünfte Frage zu meiner Rechten, bitte. Ein häufiger Vorwurf an unsere Partei von außen ist, wir seien eine Ein-Themen-Partei. Wir wollen natürlich auch nicht den Eindruck von Ein-Themen-Kandidaten. Was haben Sie denn sonst noch so drauf? Ja, gute Frage. Verkehr, bei Integration, wie ich meine Schwerpunkte und überhaupt die Vergesellschaftung islamischer Werte zieht sich ja durch alle Ausschüsse. Es bezieht sich ja nicht nur auf den Integrationsausschuss, sondern es bezieht sich auf innere Sicherheit, es bezieht sich auf Verbraucherschutz, das bezieht sich überall drauf. Ich werde ja von mehreren Stadtratsfraktionen angefragt, wie jetzt bei der Ahmadinejad, wie man damit umgeht und die Hintergründe. Und dann kriege ich Anfragen hier aus ganz Nordrhein-Westfalen und arbeite da Expertisen aus. Das bezieht sich halt nicht nur auf einen. Danke. Frage und auch am Ende und ich rufe jetzt den Kandidaten Christian.